Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dass ich auf der Stylorama war. Das war ja die allererste Stylorama überhaupt und die hat in Dortmund stattgefunden. Und da ich so viele tolle Goodies dort geschenkt bekommen habe, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein XXL Stylorama Goodie Bag Video. Falls ihr die Stylorama noch nicht kennen solltet, dann könnt ihr euch sehr gerne mein Follow Me Around Stylorama Video anschauen. Hier oben findet ihr jetzt einen Link zu diesem Video. Das könnt ihr euch, wie gesagt, sehr gerne anschauen, denn dann könnt ihr sehen, was ich alles Schönes erlebt habe auf der Stylorama Dortmund 2017. Viele fragen mich, was ist überhaupt die Stylorama? Ist das nicht so ähnlich wie die Glow? Also wenn man mich fragen würde, ich finde, man kann die beiden gar nicht vergleichen, denn erstens war das die allererste Stylorama und deswegen war die auch etwas kleiner als die Glow. Die Glow ist so riesig in Berlin gewesen. Da kommt man rein und wird einfach nur überwältigt von diesen vielen Eindrücken. Und auf der Stylorama war das chilliger und man hat sich einfach direkt wohlgefühlt. Wobei man auf der Glow immer denkt, oh, ich muss dahin, ich muss dahin. Und auf der Stylorama hat man einfach Zeit, sich die ganzen Stände in Ruhe anzuschauen. Das fand ich wirklich chilliger und relaxter als auf der Glow. Ich finde, die Glow und die Stylorama kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja, sie haben dasselbe Konzept, aber man muss im Hinterkopf immer behalten, dass das die allererste Stylorama überhaupt war. Und dafür, dass das die allererste Stylorama überhaupt war, kann ich euch nur sagen, geht auf die Stylorama, ihr werdet euren Spaß haben. Die haben ein tolles Bühnenprogramm. Man trifft viele tolle YouTuber und Influencer. Ich muss dazu sagen, dass ich auf der Stylorama sogar viel mehr YouTuber und Influencer getroffen habe, als auf der Glow. Drittens, die haben freies WLAN auf der Stylorama. Da kann sich die Glow wirklich eine Scheibe abschneiden. Freies WLAN ist immer super und dafür gibt es einen Pluspunkt für die Stylorama. Viertens, auf der Stylorama kann man neue und tolle Firmen bzw. Marken kennenlernen, wie zum Beispiel Revlon, dann Soela, natürlich Isana, weil Stylorama ist ja Rossmann und die Glow ist ja DM. Deswegen kann man auf der Stylorama viele tolle neue Produkte und Marken kennenlernen. Wie gesagt, Revlon, Soela, Isana, Isana Young, Rivel di Loop und all das, was bei Rossmann gibt. Außerdem mein super, super, super Pluspunkt für die Stylorama ist, dass es dort McCafé gab. Ja, ihr habt richtig gehört, McCafé. Und das Coole daran war auch noch, dass alles kostenlos war. Man konnte so viel trinken, wie man möchte. Man musste nichts zahlen. Es gab Donuts, Muffins, oh Gott, alles, was es bei McCafé gab, gab es da auch. Und das war wirklich kostenlos. Und das ist wirklich ein super Pluspunkt für die Stylorama. Leider gibt es auch Kritikpunkte. Und zwar sind mir drei Sachen negativ aufgefallen. Erstens, wir hatten Premium-Ticket. Und mit dem Premium-Ticket durfte man eigentlich schon um 9 Uhr rein. Aber der Einlass begann erst um 9.30 Uhr. Und das war wirklich ein Daumen nach unten, denn in der Kälte zu warten war wirklich nicht angenehm. Dann zweiter Kritikpunkt war die Garderobe. Das Negative ist, wenn man Taschen abgibt, auf der Stylorama kostet das pro Tasche 2 Euro. Auf der Glow, wenn man Taschen abgibt, kostet es 50 Cent. Und man konnte so viele Taschen abgeben, wie man möchte. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auf der Glow 4 Taschen abgegeben. Und man musste nur 50 Cent bezahlen. Auf der Stylorama haben wir ebenfalls 4 Taschen abgegeben. Und mussten 8 Euro bezahlen. Also das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und da muss sich die Stylorama wirklich überlegen, das abzuschaffen bzw. günstiger zu machen. Also das ist so ein krasser Unterschied gewesen, dass es wirklich negativ aufgefallen ist. Das dritte, was mir ja nicht negativ aufgefallen ist, aber was man vielleicht verbessern könnte, ist die Ticketkategorien. Auf der Stylorama gibt es nur 3 Ticketkategorien. Und zwar einmal Premium-Ticket, einmal Standard-Ticket und einmal für die Eltern-Ticket.
Und die Standard-Ticket und die Elternticket kosten jeweils 30 Euro. Und dieses Premium-Ticket kostet, glaube ich, um die 60 Euro. Also, dass man da irgendwie noch ein anderes Ticket noch macht, weil ich glaube, viele sind auch nicht auf die Stylorama gegangen, weil das Ticket zu teuer war. Also 60 Euro, wenn ich das jetzt mit der Glow vergleiche, wir haben ja jetzt auch schon Karten für die nächste Glow in Dortmund und wir bezahlen für 2 Tage 70 Euro. Also das ist wirklich, die Glow ist wirklich günstiger als die Stylorama. Und deswegen gehen vielleicht, glaube ich, nicht so viele auf die Stylorama, weil die denken, dass das teurer ist als auf der Glow. Aber ich muss euch auch dazu sagen, dass man auf der Stylorama wirklich tolle Sachen bekommt. Und was ich da tolles geschenkt bekommen habe, beziehungsweise was es für tolle Goodies auf der Stylorama gibt, das zeige ich euch jetzt, denn ich habe jetzt wirklich viel zu viel gequatscht und ich habe so viele Sachen hier unten stehen, dass dieses Video wirklich wahrscheinlich eine Überlänge hat. Es wird wahrscheinlich ein zweiteiliges Video werden mit diesen XXL Stylorama Goodie Bags, denn das ist wirklich so viel und so wirklich tolle Sachen. Und wir fangen jetzt auch direkt mal an mit der offiziellen Stylorama Goodie Bag. Die hat man nur bekommen, wenn man ein Premium-Ticket hat. Und wir hatten ja ein Premium-Ticket. Und das Goodie Bag sieht folgendermaßen aus. So, hier ist das gute Stück. Hier steht Stylorama drauf. Und wie ihr sehen könnt, ist das eine Tragetasche. So, und jetzt machen wir einen Schnelldurchlauf, was da alles Schönes drin ist. Also, 2x Zeitungen, 1x Popcorn und 1x Mädchen. Von Ossi Kuschelsocken, ein Isana Young Stylorama Duschgel, ein Marc Jacobs Lavish Body Lotion, von Essence ein Metal Shock Lipstick, von Revlon ein Lippenbalm, von Boss ein Parfüm, von Tiffany's & Co. ein Parfümprobe, dreiteiliger Choker, von Make-Up Revolution ein Matte Lip Kit, von Sassy Classy ein Anhänger für die Tasche, von Biotherm eine Creme, von Rivel de Loop ein Nagellack, von Kiss Unechte Wimpern True Volume, von Isana Young eine Handcreme, Flamingo Star, von Tracklemoon eine Duschcreme Raspberry Kiss, von Make-Up Revolution eine Lidschattenpalette, von Emoji ein Duschgel und zwar Coco Kiss, von MAC Café einmal ein Kaffee-to-go-Becher, ebenfalls von MAC Café eine Tasse und zwar sieht die Tasse so aus und da steht drauf Coffee saved my day. Und zum Schluss habe ich hier auch noch ein Ossi-Schal. So, das Goodie Bag ist nun leer. Und das Goodie Bag hat einen Warenwert von ca. 80 Euro. So, wir machen weiter mit dem nächsten Goodie Bag. Das nächste Goodie Bag sieht so aus. Diesen Goodie Bag habe ich bei dem Rossmann Stand geschenkt bekommen. Und zwar sind da folgende Sachen drin. Einmal ein Isana Young Stylorama Duschgel. Die war ja auch im Goodie Bag drin, also in dem offiziellen Goodie Bag. Von Isana ein Duschgel Limette und Balsamicum. Von Emoji ein Duschgel Candy Love. Das ist das neue Duschgel von Emoji. Von Soela ein Body Wash. Von Isana Young eine limitierte Handcreme Flamingo Star. Von Kiss Unechte Wimpern. Von Isana Young eine Tuchmaske und zwar die Katze. Ebenfalls von Isana Young ein Lip Patch mit dem Einhorn drauf. Von Got2Be ein Graffiti Farbspray in der Farbe Unicorn Rosa. Von Ossi ein 3 Minuten Miracle Restructor Intensivkur. Von Isana ein limitierte Edition Lippenpflege Herzenswärme.
Von Trekkle Moon wieder ein Duschcreme, The Raspberry Kiss. Von Catrice ein Light Correcting Serum Primer. Von Revlon ein Lippenstift. Von Essence ein Instant Volume Mascara. Von Revel de Loop ein Lippenstift in der Farbe 11. Und zum guter Schluss eine Handcreme von Revel de Loop Young mit Shea Butter. So, das war dieses Goodie Bag. Die habe ich vom Rossmann Stand geschenkt bekommen. Und dann machen wir sofort weiter mit dem nächsten Goodie Bag. Weiter geht's mit dem Goodies. Und zwar habe ich einmal hier eine Stofftasche von Makeup Revolution geschenkt bekommen. Und dann sind da folgende Sachen drin. Die konnte man sich einfach beim Rossmann Stand nehmen. Und zwar habe ich hier einmal eine Handcreme Zauberei. Zweimal Haargel mitgenommen. Und zwar von Style to Create by Isana. Ebenfalls vom Rossmann Stand habe ich mir eine Creme Dusche mitgenommen. Und zwar ist das eine limitierte Edition Cozy Dream. Am Got2b-Stand konnte man sich so viele Farbsprays nehmen, wie man möchte. Und natürlich habe ich da von jeder Farbe eins mitgenommen. Und zwar einmal Unicorn Rosa, dann einmal Ocean Blue und einmal Cupcake Lila. Bei MAC Café war das ja wie gesagt total cool, dass man da alles kostenlos bekommen hat. Und das i-Tüpfelchen war noch, dass man die Tassen auch noch umsonst bekommen hat. Und es gab 4 Farben und ich habe mir natürlich alle 4 Farben genommen. Und zwar einmal hier das Blaue und da steht drauf Good Stuff. Dann einmal in Grün und da steht Coffee First, Problems Later. Dann noch in Gelb. Und da steht drauf, Coffee saves my day. Und zum guter Schluss, Pink, natürlich meine Lieblingsfarbe. Und zwar steht da drauf, Coffee was my first love. So, weiter geht's mit dieser riesen Goodie-Bag-Tasche. Da sind unterschiedliche Goodies drin. Und zwar fangen wir am besten hier mit dieser Ossi-Tasche an. Und zwar war da jetzt kein Ossi-Stand. Aber die hatten das hier verschenkt. Das ist halt hier so eine Rucksacktasche. Und da drin ist einmal eine Mütze von Ossi und Kuschelsocken. Am Revlon-Stand haben sie diese Taschen verteilt. Und da sind 3 Produkte drin. Und zwar einmal ein Revlon Photo Ready Instafix Highlighting Stick. Ein Lipgloss von Revlon. Das Schöne ist, hier ist wie so ein Diamant. Das sieht richtig toll aus. Und dann auch noch ein Eyeliner in der Farbe Schwarz. So. Dieses Goodie Bag hat ja schon allein einen Wert von, ich glaube, 20 Euro oder 25 Euro. Das ist schon krass, was die da verteilt haben auf der Stylorama. Am Got2b-Stand habe ich am Glücksrad gedreht und dann habe ich das hier erdreht. Das ist so eine Tasche. Weiter geht's mit diesen 2 Essence Goodie Bags. Ich habe nämlich 2-mal am Glücksrad gedreht. Und beim ersten Mal habe ich das hier gedreht. Und zwar ist das einmal ein Nagellack von Essence. Und dann ist da auch noch eine Blush-Palette in der Farbe Play It Pink. So, beim zweiten Mal habe ich das hier gedreht. Und zwar ist das die Thank You Box von Essence. Und ich glaube, die kennt jetzt jeder, was da drin ist. Ich zeige euch aber schnell, was da drin ist. Einmal eine Lidschattenpalette, ein Lipstick-Coat, eine Tasche, da drauf steht Ready, Set, Glow, ein Pinsel. So, das ist der Inhalt der Thank You Essence Box. Da habe ich mich super gefreut, dass ich die
gewonnen habe. Weiter geht's mit einem Parfüm von Puma. Die habe ich am Glücksrad gewonnen. Dann gab es bei Rossmann zwei Meet & Greets. Und das erste Meet & Greet war mit Domino Kati. Und sie hatte es Oliver Parfüms verschenkt. Und mit einer Unterschrift von Domino Kati. Da freue ich mich richtig sehr. Erstens habe ich Domino Kati getroffen, habe auch ein Foto mit ihr gemacht. Und zweitens dieser Duft von S. Oliver, das ist so pure, das riecht richtig toll. Und kauft euch das, das riecht wirklich super gut. Das zweite Meet & Greet war mit der lieben Kisu. Da habe ich mich auch super gefreut. Sie hat beim Rossmann-Stand 10 Adventskalender von ihr verschenkt und signiert. Und dann hatte sie auch noch diese Make-up Revolution Palette verschenkt. Hier oben seht ihr ihre Unterschrift. Und über diese Palette freue ich mich wirklich sehr, weil erstens ist das eine tolle Palette und zweitens, es wurde von Kisu signiert. Das ist auch eins meiner Highlights auf der Stylorama. So, wir machen jetzt einfach mal einen Cut hier. Das hier ist sozusagen Teil 1 des XXL Stylorama Goodie Bag Videos. Im zweiten Teil zeige ich euch noch viele tolle, schönere Sachen, was ich auf der Stylorama geschenkt bekommen habe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich für schöne Sachen geschenkt bekommen habe, dann schaltet unbedingt zum zweiten Teil des XXL Stylorama Goodie Bag Videos, was ich jetzt auch direkt im Anschluss drehen werde. Und vielleicht gibt es eine schöne Verlosung für euch. Also schaltet unbedingt ein. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Ich hab euch ganz so lieb, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Video von mir.